Hey Leute, und willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Im letzten Part haben wir drei kleinere Lager der Typen angegriffen und erledigt, die uns bei unserer Prüfung gestört haben. Und jetzt haben wir ein größeres Versteck von ihnen gefunden und versuchen jetzt in diesen Wall da hinten ein Loch rein zu sprengen, damit unsere Krieger eindringen können. Problem, ich sollte dabei natürlich nicht gesehen werden. Ich versuche hier gerade immer noch alles zu markieren, was rumläuft. Aber er ist leider ein bisschen schwer. Wir könnten wieder einzelne Fässer zum Explodieren bringen, aber ich glaube, so soll das nicht. Es hat ja gesagt, wir sollten uns mal so ein bisschen leise anschleichen. Weil irgendwie komme ich nicht mal hier weg. Ich würde halt gern einfach außen rumgehen. So. Die Sonne geht auf. Bringt mir gar nichts. Ich will hier irgendwie rum. Und da ich keinen Speicherpunkt habe und das jetzt verkack, ist vorbei. Ich werde auf jeden Fall an dem Wächter vorbei und an dem Typen vorbei. Weil rechts rum komme ich nicht. Und mittendurch glaube ich ja auch nicht. Oh. Ich hoffe, der liegt weit genug weg, dass man den nicht sieht. Schenkt mir keine Beachtung. Jemand, sieht nicht gut aus. Da draußen hat's jemand auf uns abgesehen. Da! Nee, ich hab's vergeigt. Sind alle aufmerksam geworden?
Könnte ich einen Safe State, könnte ich den jetzt einfach neu laden und nochmal neu versuchen, aber nee. Endlich. Nichts. Auf See! Ich wurde entdeckt. Ich muss schnell zu der Lohe. Der Schatten wird dich finden. Ich muss die Lohe entzünden, und zwar schnell. Schlag des Schattens. Zeigen, wie stark man ist. Wir werden der Reihe nach abgeknallt. Ich gehe wieder, macht keinen Spaß hier. Scheiße. Den Eindringling suchen, vorsichtig! Nee, genau so sollte das doch nicht. Sie ziehen weiter. So ein Dreck, ey. Irgendwas sieht uns. Bewegung und Augen auf. Und jetzt haben uns zwei bemerkt. Von was? Alter. Ganz ruhig. Seht zu mir, Brüder! Halt hier nicht rauskommt, weil hier so eine Scheiße. Was hilfst du nicht über sie? Ich könnte kotzen. Nur ein Weg hier raus. Kämpfen! So ein Dreck, Alter. Was war denn das jetzt schon wieder für Blödsinn, ey? Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein. Die Schnauze. Siehst du?
Ich gehe so rum, wie ich wollte. Ich muss nur richtig auf die Lore zielen und schießen. Es sind halt überall Drecksalverwände, ey. Von hier aus müsste ich die Lohe treffen können. Hätte ich das vorhin gleich gemacht, einfach so darüber zu hüpfen. Weiter geht's. Also los. Hier drüben ist jemand.
zu! Urmutter, siehe unseren Triumph! Die Blutschuld ist bezahlt. Ein denkwürdiger Tag, tapfere Nora. Dein Wort in Urmutters Ohr. Ja, denk daran. Macht euch zum Aufbruch bereit. Lasst eure Speere und Pfeile in den Leichen der Gefallenen stecken. Sie sind verdorben, wie die Ruinen. Es ist vorbei. Die werden niemanden mehr umbringen können. Die Mörder, die Verderbnis. Ich muss wissen, was bei all dem dahinter steckt. Ich folge immer ihrer Spur. Jetzt gibt's erstmal Loot ohne Ende hier. Mehr kann ich nicht tragen. Hey, ich hab doch... Erhöht die Kabel... Ach so. Wir haben keine Fisch, um den Beutel für Tränke zu erhöhen. Warum auch immer man dafür Fisch braucht. Was ist denn hier? Du bist eine gute Kriegerin, Aloy. Rust lehrte dich viel. Kanntest du ihn? Vor langer Zeit und gut genug, um zu wissen, dass er ein guter Mensch war. Warum wurde er ausgestoßen? Was war sein Verbrechen? Das würde ich dir gerne sagen. Aber nur die Erzmütter scheinen die Geschichte zu kennen. Habe ich auch gehört. Tja, ich sollte jetzt gehen. Danke, Aloy. Möge die Urmutter deine Reisen segnen, wohin sie dich auch führen. Du wirst nicht mit uns zurückkehren, oder? Ich glaube nicht. Ich freue mich, dass du deine Ziele erreicht hast, Val, aber ich nicht. Noch nicht. Gut, ich weiß, du musst gehen. Du bist schließlich eine Sucherin. Aber falls du je wieder vorbeikommst... Dann was? Wäre es schön, dich wiederzusehen. Wir versammeln uns wohl in Mutterkrone. Vielleicht sehen wir uns dort. Gut möglich. Wir sehen uns dann. Quest? Habe ich jetzt eine Questbelohnung schon bekommen oder habe ich das verpasst?
Ja, natürlich, jetzt soll ich noch... Tschüss. Das gehört zur Haupt... Was gehört das echt zur Hauptstory? Ich wollte eigentlich... ein bisschen ordentlich weitermachen und jetzt nicht noch irgendwelche Lage ausräumen. Ich dachte, man könnte jetzt in dieses andere Gebiet da gehen und halt den einen Typen suchen, diesen Warlin oder wie der heißt. Stufe 15. 15 und 20. Eine zähe Pflanze. Du wirst mir sicher helfen. Diese Maschinen. Die Verderbnis umgibt sie wie eine Rauchwolke. Zeit, sie auszulöschen. Scheint das Metall förmlich aufzufressen. Vielleicht treibt das die Maschinen in den Wahnsinn. Vielleicht kann ich das eines Tages nutzen.
Okay, es läuft wieder nicht so, wie ich das gern hätte, aber egal. Hier steht eine einzelne Hütte. Schutzschild. Dieses Viech ein Schutzschild, ey. Und jetzt ist der NPC auch tot, ne? Komm, leck mich doch, ey. Ich hab besseres zu tun. Greift halt aus dem Nichts irgendwie noch eine Maschine mit an, Alter. Junge. Natürlich ist hier ein Abhang. Verarsch mich doch.
So, dann gucke ich hier nochmal kurz, was hier losgeht. Auch mal einen Heiltrank schlürfen. Da kommen sie. Kommen Sie, verdorbene Wächter. Was ich konnte, um die Verderbnis im Tal zu vernichten. Mal sehen, ob mich das Kaja Fort jetzt über die Berge ziehen lässt. Okay, dann war's das für den Part. Zwar nicht sehr elegant gelöst, aber gelöst. Und dann können wir dann im nächsten Part hoffentlich dann weiterreisen. Und wir endlich die Hintermänner für den Angriff auf unser Dorf finden. Bis dahin, ciao Leute.